Hallo. Wenn du nicht flaschst, dann nimmst du eine Note. Komm mal rein, wie es geht. Bier macht man mit Getreidemalz, also Roggen, Gerste, Hafer, was es gerade so gibt. Das ist Getreide, wo speziell behandelt worden ist, damit es Stärke bilden kann. Und mit dem arbeiten wir hier. Wir haben jetzt hier im Braukessel haben wir jetzt unter dem Metallgitter haben wir das Malz drin. Das wird jetzt stetig ausgespielt bei verschiedenen Temperaturen, wo eigentlich nichts anderes macht, als die ganzen Stärkeketten aufsplitten in diverse Zuckerarten. Die Zuckerarten die werden nachher am Schluss den Bruch von der Hefe. Aber bis es so weit ist, braucht es noch einen Moment. Das kommt jetzt zuerst, wird jetzt Malz dann rausgenommen in ein paar Minuten. Danach wird die ganze Sud wird aufgekocht und mit Hopfen versetzt. Das ist dann das, was dann den bitteren Geschmack gibt. Und man hat eine anderthalb Stunden lang gekocht. Wenn das fertig ist, wird der ganze Sud abgekühlt, womit der Brauvorgang eigentlich fertig ist. Und das Einzige, was man dann noch machen muss, ist das Ganze in den Gartank abfüllen und mit Hefe versetzen, damit der ganze Zucker auch in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt werden kann. Wir fahren dem, dass wir die Hefe ins Bier dienen, nehmen wir ein bisschen weg. Jungbier nennt man das, der Zustand vor der Hefe. Die abkühlen, während der Woche im Kühlschrank behalten und leeren dann den nach der Hauptgärung im Gärtank wieder dazu. Füllen das dann in Flaschen ab und so hat die Hefe in der Flasche nochmal ein bisschen Nahrung und tut dann nachgären und die ganze Kohlensäure bilden, die dann im Bier auch die Frischigkeit gibt und auch die Haltbarkeit aufsetzt. Das heisst, wir haben eine Flaschengärung, was wir auch machen, also eine Nachgärung in der Flasche. Plus abgefüllt in Flaschen sind es um die 47, 48 Liter, aber es gibt so plus minus 5 Haarrassen. Am liebsten ein bisschen plus. Wir arbeiten mit enthärtetem Wasser, damit wir nicht die ganze Anlage verkalkt haben. Die Holzkonstruktion wird auf eine Brauanlage gemacht und dann einfach mit dem Brita-Filter so drauf und werden die einfach immer voll gehalten. Keine Angst vor irgendwelchen Keimen oder so, weil einerseits wird das Bier gekocht, das heisst, es ist keimfrei nach dem Kochen und vor dem Abfüllen schaffen wir mit Desinfektionsmitteln, sodass wir auch eine Keimfreiheit in der Flasche kriegen und in den Utensilien, die wir brauchen zum Abfüllen. Wir haben am Anfang, als wir noch am Umbröbeln waren, haben wir hin und wieder mal gehabt, dass die Flaschen nicht sauber desinfiziert waren und dann hast du in gewissen Flaschen die haben einen säuerlichen Geschmack gehabt. Und sie sind nicht wirklich toll gewesen. Also es sind so die, wo man, die schüttet man dann gerade wieder weg und findet, okay, next bitte. Okay. Ah, oh, der will jetzt Malz draussen. Der will das Malz draussen haben jetzt. Ah, der will das Malz draussen haben. Da hat es überall noch Stärkereste drin. Und die wollen wir natürlich nicht im Malz mit futschießen, sondern im Bier drin haben. Und wir das jetzt noch auswaschen. Und das lassen wir jetzt noch eine Weile stehen, dass es ablaufen kann. In der Zwischenzeit starten wir da unten schon mal das Aufheizen, dass es kochen kann. Macht man mit dem Kochen nicht das Wertvollste kaputt? Nein, gar nicht. Weil es ist ja noch kein Alkohol drin. Ah. Da kommt ja erst noch einer mit dem Hefe drin. Die brauchen wir, die Becherli. Wenn wir jetzt noch mal messen, wie viel Zuckergehalt wir haben vor dem Kochen. Weil wir wollen nach dem Kochen einen bestimmten Zuckergehalt haben, damit wir anhand von dem können sagen, wie viel Alkohol das wir haben. Also ich schaue jetzt, ob die Stärke komplett in Zucker gewandelt ist. Das machen wir mit Jod. Wenn es jetzt nicht blau wird, dann ist die Stärke in Zucker gewandelt. Es ist ein Spektrometer, wo man kann eigentlich durch Brechung vom Licht bestimmen, wie hoch der Stärkegehalt ist. Dann einfach ins Licht schauen. So, jetzt haben wir etwa 12% Bricks. Wenn wir hier 12% haben, wissen wir eigentlich, dass wir hier auf einem relativ gut, also eher ein bisschen
hohen Grad sind. Das heisst, wir können fast noch ein bisschen Nachguss machen, um es noch ein bisschen verdünnen und das noch ein bisschen runterbringen. Wir wollen es jedes Mal gleich haben und nicht jedes Mal verschieden. Und darum ist es wichtig, dass man hier die Qualität misst und weiss, wo man ansteuert und dann auch noch korrigierend eingreifen kann. Eben noch ein bisschen Wasser dazu, um doch die Unfeinheiten, die es jedes Mal gibt, etwas zu korrigieren, dass wir nicht jedes Mal ein anderes Bier kriegen, sondern eigentlich immer das Gleiche, nämlich unser Mario, den wir brauchen. Sie haben wieder das Gute hier angefangen, 10 Minuten. Es gibt kein Bier.